Hallo in die Runde, willkommen zu einer kurzen, schnellen Skatgeschichte. Gesehen letzte Woche beim Skatturnier in Vintel. Der Spieler in Hinterhand bekam folgende Ausgangskarte und reizte ohne groß zu überlegen erstmal bis 23. Das ist sicher logisch, er hat an sich nur den Pik Buben als größere Baustelle für seinen Null. Den gilt es durch eine passende Karte zu ersetzen und in Kreuz und in Karo gibt es ja reichlich Möglichkeiten. Karo Ass zu viert und auch die Pik 8, die dann im Zweifel noch überbleibt, das sind kleine Baustellen, die ein Null meistens und auch ein Null-Ouvert hinreichend oft überstehen. Das ist also gut zu vertreten. Für 23 kam der Spieler aber noch nicht ran und entschloss sich dann nach kurzem Überlegen, das Ding voll durchzuziehen. Sprungreizung bis 46 und voilà, schon war er Besitzer. Und griff natürlich hoffnungsfroh in den Skat. Da natürlich, wie ihr das so kennt, bei meinen Videos ist es ja häufig so, die große Enttäuschung, Höchststrafe könnte man sogar sagen, ausgerechnet zwei Karten Pik, sodass er jetzt diese Farbe ohne die 7 vier Stück in der Hand hält. Damit sind die Siegchancen natürlich ganz gewaltig gesunken. Es gibt auch kein Ausweichspiel, es kann nicht mehr verdeckt gespielt werden aufgrund der Reizung. Es gilt also nur noch Augen zu und durch und diesen Null-Ouvert trotzdem irgendwie versuchen. Spieler entschloss sich, das Karo Ass zu drücken, nach dem Motto, wenn ich hier sowieso so eine fette Baustelle im Blatt habe, die ich gar nicht komplett weggedrückt bekomme, dann eliminiere ich wenigstens hier dieses kleine Risiko, dass die fehlenden Karos zu viert dagegen stehen. Dann habe ich wenigstens nur eine Baustelle und dann drückte der Spieler noch die Pik 8 hier. Und das ist jetzt der Kasus Knaxus, die Frage, auf die ich hinaus möchte. Es ist natürlich ein Bluff, um die Gegner anzuschmieren, um vielleicht das Vorspielen der Pik 7 direkt zu forcieren. Legt er also den Null-Ouvert jetzt mit 9 Bube Dame hin. Und da kommt jetzt schon meine Frage in die Runde. Ist das jetzt hier ein gelungener Bluff? Oder ist es eigentlich ganz egal? Oder ist es doch eher ein Eigentor? Ich sag's mal gerade rausweg. So zu drücken, das ist ziemlich dusselig. Der Spieler schießt sich damit ins eigene Knie und das nicht nur, weil der Bluff eben leicht zu durchschauen ist, sondern auch, weil er damit sein Spiel angreifbar macht gegen Verteilung, gegen die er sonst gewinnen würde. Ich kann aber andererseits nachvollziehen, dass man auf diese Idee kommt, wenn man da nicht selber schon so ein gebranntes Kind ist. Weil ich selber in jungen Jahren auch mal in genau die gleiche Falle getappt bin, kann mich sogar noch erinnern, irgend so ein Skattunier in den Clubräumen des SC Wansetal und da muss ich wohl auch so Null bekommen haben, der an vielen Stellen seine kleinen Problemzonen hatte. Auf jeden Fall hatte ich auch in einer Farbe die gleiche Konstellation 8, 9 Bube. Gedrückt war dann in dem Fall Herz, Ass, Kreuz, König. Und das Spiel lief so. Vorhand öffnete Karo. Sein Blanken, Mittelhand kam ran. Das war nun gerade die eine Farbe, die mir ganz egal war. Mittelhand sah jetzt aber wohl in dieser Farbe nicht allzu viele Chancen. Spielte selber jetzt erstmal eine kurze Farbe, Kreuz 8. Uiuiui, ich bin erstmal untergeblieben. Und dann kam Vorhand eben wieder mit dem Kreuz Ass ran, setzte Kreuz fort. Da war es dann aber noch nicht passiert zum Glück, sonst bräuchten wir ja gar nicht so weit gehen. Die Kreuz 10 hat hier noch dem Sturm stattgehalten. Jetzt wurde wieder eine Übergabe gespielt, diesmal in Herz. Bup, bup. Zack, war ich wieder in Hinterhand. Also es geht schön, Ping-Pong, Wechsel, Mittelhand, Hinterhand, Mittelhand, Hinterhand. Und jetzt kam eben diese Kreuz-Dame, der siebte Kreuz, der natürlich meinen gedrückten Kreuz-König gesucht hat. Und Mittelhand konnte das erste Mal abschmeißen und der warf den Pik-König. Ja, und nun hat sich Klein Daniel damals gedacht, wunderbar, das sieht ja jetzt insgesamt schon gar nicht so schlecht aus. Ich kann jetzt auch einmal mit abschmeißen, aber Pik ist jetzt natürlich ärgerlich. Wenn der Spieler jetzt drei Piken mit der 7 hat, dann zieht er gleich noch einmal von oben und dann kommt die Pik 7. Das lassen wir nicht zu. Wir bluffen auch. Ich habe damals die Pik 9 gelegt, um den Spieler hereinzulegen und um damit zu forcieren, dass möglichst gleich die 7 hinterherkommt. Ja. Also ihr seht, da ist so eine gewisse Analogie und jetzt passierte allerdings Folgendes. Der Spieler hier spielte einfach nochmal Herz
guckte erstmal in Herz. Es wurde wieder die Übergabe in die Mitte gespielt. Ich durfte erneut bedienen. Und jetzt kam von hier die Pik 7. Tja, nun stand ich ein bisschen düpiert da. Was machen wir denn damit? War jetzt auch ganz egal. Ich kann mich nicht mehr wehren, denn der Spieler hier hatte sich die Pik 7 blank gestellt. Ich jetzt mit der 8 rüber. Drüben kam das Ass. Und wenn ich jetzt natürlich noch die 9 in der Hand gehabt hätte, wäre es ein stehender Sieg und alles wäre gut. Stattdessen kommt jetzt Pik hinterher. Hier ist kein Pik mehr, ich muss rüber. Also ein ganz klarer Fall von Trick 17 mit Selbstüberlistung. Das Spiel wäre andersrum leicht gewonnen worden. Die Partien sind ja nicht hundertprozentig identisch, die Motive sind es aber doch. In beiden Fällen hat der Bluff so gut wie gar keine Aussichten auf Erfolg, es sei denn, man spielt gegen blutige Amateure. Und in beiden Fällen wird gegen gewisse stehende Siegverteilung eben dieser Sieg riskiert. Und das solltet ihr einfach nicht zu oft versuchen. Zurück noch einmal zur Partie von letzter Woche. In dem Fall war es tatsächlich ganz egal, wie der Spieler gedrückt hätte. In Vorhand saß nur das blanke Pik Ass, was auch sofort auf den Tisch kam, und nach wenigen weiteren Stichen war der Nullouvert geschlagen. Das Spiel war also von Haus aus bei jeder Drückung dem Tode geweiht. Nichtsdestotrotz ein ernsthafter Fehler, so zu drücken, denn langfristig wirst du natürlich beim Skat nur dann erfolgreich sein, wenn du immer versuchst, gegen so viele Verteilungen wie möglich dich erfolgreich zur Wehr zu setzen, und dazu gehörte das nun gerade nicht.